Patch Notes 1.2.6 sind da. Gehen wir rein, was wurde alles geändert? Fixes, Image Titles, also das ähnliche wie zum Beispiel FWC, Conqueror und Participant, No Longer Black the Casting Bar, stimmt, und auch die Health Bar hat man, glaube ich, nicht so gesehen. Iblis Leans, Add an Issue Resolved that prevented the use of Debuffs like Moonbeam and Holy Cross. Oh ja, das stimmt, das hat es auf jeden Fall ziemlich annoying gemacht, als Farm Ringmaster Iblis Leans zu farmen, dadurch du halt wirklich nur Merkaba usen konntest und kein Moonbeam und kein Holy Cross. Geht jetzt, also Ringmaster ist damit auf jeden Fall wesentlich einfacher, Iblis Leans zu farmen oder auch zu supporten. Weil was wolltest du sonst als Supporter bei Iblis Leans machen, wenn nicht mal Moonbeam und Holy Cross funktioniert hat? Fix an issue where Rending Entry, der Level 100er neue Blade Skill, did not have a 100% probability in PvP. Fix an issue where Rending Entry would root friendly players such as party members. War ziemlich lustig, konntest in der Stadt eigentlich einfach nur so rumporten mit Rending Entry und die Leute einfach routen. Für, ja, maximal eine Sekunde war das, glaube ich. Also nicht besonders lange, aber trotzdem lustig. Balance and Changes. The slash pause command now includes your player angle. The magic resist on pencil has been increased to match the defense. Es wurde ja Plug Earrings, die normale Defense und Magie Defense wurde ja gleichgestellt. Vorher war immer Defense höher und Magie Defense niedriger beim Upgrade Level. Dann haben sie das angepasst, aber bei Penzero natürlich vergessen, wer kennt's nicht. Und haben sie jetzt ebenfalls bei Penzero angepasst, dass die Magie Verteidigung genauso hoch ist wie die normale Verteidigung. Night Mist Empress Drain Healing has been reduced. Okay, also von Laren Chasm ein Midboss, kurz vorm Endboss. Jetzt geringere Selbstheilung. Ich fand den eigentlich immer relativ einfach. Ich weiß nicht, warum das erhöht wurde. Reduziert wurde, aber war wohl scheinbar nötig. Iblis Leans Special Attacks now cast 20% slower. Fand ich auch so schon relativ langsam, jetzt noch langsamer. Okay, damit auch wahrscheinlich Rentner wie ich da schnell rauskommen aus, aus dem Special Attack. Added Darkon 3 and Asria to Town Blinkwing. Nice. Hat ja nur fast ein Jahr gedauert. Added Instance Dungeon Entries to Blinkwing of Madrigal. Okay. Wünsche ich mir eigentlich auch für Town Blinkwing oder es nochmal einen separaten Blinkwing gibt. Dadurch wir jetzt auf Darkon 3 und Asria verzichten können und das theoretisch löschen können, könnte man ja noch einen Instanzen Blinkwing für noch mehr Penya als Penya Sync einbringen. Von mir aus könnte der 500k each kosten oder sowas, dass du zu jeweiligen Dungeons und Instanzen dich porten kannst. Aber gut. Added a new Soul Link Conversion System. This feature will make stackable items, such as consumables, upgrade material, etc., be converted to a Soul Link status, so different types of items of the same kind can be stackable. The feature can be used by right-clicking the item in your inventory. Please note that once you have converted the items, it will be irreversible, so be careful what you convert. Das sehen wir uns am besten mal in-game an. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel, haben wir zweimal Soul Linked Activision, können wir nicht miteinander stacken, ist seelengebunden, können wir also auch nicht auf andere Char-Bankplätze vom gleichen Account packen, muss also entweder in unserem Inventar oder auf unserer Bank sein. Jetzt können wir allerdings rechtsklick, Convert Soul Link. Dann kommt hier dieses Fenster, wo wir das nochmal bestätigen müssen, wie viel wir jetzt hier Soul Linken wollen. Drücken auf Bestätigen. Drücken nochmal auf Bestätigen. Und jetzt haben wir hier eins auf Soul Link. Kann ich das hier nicht erhöhen? Aha, hier, ich habe auf Minus gedrückt. Okay, my bad. So, nochmal, Vorführeffekt. Zack, haben wir ein Stack weniger. Das gleiche können wir hier auch bei Upcuts Down machen. Convert Soul Link. Drücken hier auf Plus. Ich weiß nicht, es müsste hier nicht Plus sein und hier Minus irgendwie. Drücken Start. Und zack, haben wir nur noch ein Stack. Das können wir mit jeweils beliebigen Items machen. Auch mit nicht seelengebundenen Upcuts Downs habe ich jetzt hier keine da. Wenn ich jetzt hier welche hätte und ich würde zu mir sagen, okay, ich möchte die 100% benutzen, nicht verkaufen. Hätte ich ja hier noch ein Stack mit ungebundenen Upcuts Down, könnte diese auch seelengebunden machen, kann sie dann natürlich nicht mehr verkaufen. Dann hätte ich aber anstatt drei Inventarplätze damit
Nur noch ein Inventarplatz. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie bei accountgebundenen Upcuts-Downs. Diese gibt es ja auch. Ob man diese dann auch seelengebunden machen kann, sodass du von 4 potenziellen Inventarplätzen, die von einem einzigen Item eingenommen werden kann, also einmal ungebunden, accountgebunden und dann gibt es ja 2-mal verschiedene seelengebundenen. So können wir die dann scheinbar zu einem einzigen Stack formen. Das müsste ich mal bei meinem Main of Boarding machen, weil der ist auf jeden Fall von oben bis unten voll mit irgendeinem CS-Kram, was alles verschiedene gebundene und Herkünfte hat und nicht gestackt werden kann. Dafür müsste ich mir auf jeden Fall mal einen Tag Zeit nehmen, um das alles zu ordnen. Gehen wir weiter zum nächsten System, und zwar added a new card reshuffle system. This feature will make it so that you can convert 3 weapon piercing cards of the same grade to a random card of the same grade. You can use this feature by selecting the menu from the card master NPC. Please note that you will only get the card of the same grade and you will need all 3 cards to be of the same grade weapon piercing cards. Gehen wir da mal rein. Und zwar haben wir jetzt hier im Spiel beim Card Master eine neue Kategorie, und zwar Weapon Socket Card Reshuffle. Wir können jetzt hier zum Beispiel diese 3 Lava Card D reinpacken. Nochmal und nochmal. Wir müssen 10.000 Penya bezahlen und können dann eine neue zufällige D-Karte bekommen. Im besten Fall ist es jetzt Water. Wir gehen mal rein. Und Fire D-Card. Okay. Und haben jetzt eine, hier ist sie, eine Fire D-Card bekommen. Es gibt natürlich bestimmte Cards, Volt-Cards, die Dex-Karten und auch Block-Penetration. Die verlieren relativ schnell an Wert. Und da kann man es halt unter anderem einfach mal benutzen. Ja, ist, denke ich mal, eine ganz nette Idee. Und als letztes bei den Patch Notes haben wir auch noch für FWC Server Only added a new time slot for Guild Siege for Asian Region Players. Die hatten wohl scheinbar bei der aktuellen Zeit am Samstag, die bei uns 23 Uhr stattfindet, serverseitig ist das, glaube ich, 21 Uhr. Haben wir jetzt hier noch eine neue Guild Siege Time am Mittwoch um 13 Uhr UTC, also für uns müsste das 15 Uhr sein am Mittwoch, auch ganz interessant. As a result of this, rewards of the Guild Siege have been adjusted to be reduced by 25% to balance there being 2 Guild Siege per week. Also wird es noch kompetitiver, als es nicht vorher schon ist. Und wir haben jetzt 2 Guild Sieges pro Woche. Ja, ganz interessant. Ansonsten haben wir nun auch ein neues Event auf die Server bekommen. Und zwar das Lucky Draw Event. Collect the Coins and Draw Corpses to get the Items. Vom 8. Juni seit der Serverwartung bis einschließlich des 22. Junis, 23.59 Uhr Serverzeit. Während des Events, you will be able to receive a daily quest from the event NPC Gacha Machine in town to rescue the children that has been kidnapped. Oh mein Gott, okay. You will be able to rescue the children by getting the children's cage key item for defeating a boss in the instance dungeon, then using that item on the children's cage within the same dungeon. Es hat also sozusagen was von den ganzen Pet Cages, wie wir es auch haben in den Dungeons. Also wir reden hier von Laren Chasm, Rise's Catacomben, Envy Depths, Guardian Sanctuary und Storm Peak. Die Monster lassen Schlüssel fallen beim Besiegen und in den Dungeons finden wir dann solche Cages, wo Kinder drin sind, die wir dann rauslassen und einsammeln können. Also wir können den echten Hasen zeigen, schätze ich mal. Und also funktioniert im Grunde genauso wie die Pet Cages. You will need to rescue 2 children in order to complete the daily quest, and in return you will get 3 capsule coin items. Also, this daily quest can be completed as a party. So if a party member rescues a child, all party member rescue counter will go up. Ja, also man muss sich nicht wie bei den Pet Cages, wenn man jeder einen Schlüssel hat, sich um das Pet Cage prügeln, wer es öffnen darf, sondern sobald einer ein Cage droppt und ein so ein Cage öffnet in einem Dungeon, bekommen alle diese Coins in der Party. You can use the capsule coins items at the gacha machine in the town to receive various rewards. The list of the rewards are as following. Und hier sehen wir, welche Items in der Gacha Box drin sind. Wir haben für Level 80 und drüber eine Smelting Scrollbox, Limit per Reset ist 1. Und wir haben eine Scroll of Amplification ES, für Level unter 80 Leute, können zweimal rausgeholt werden. Das ganze Thema mit Reset
ist, dass wir verschiedene Chancen haben, bestimmte Items rauszuholen. Wir können aber auch, wenn wir bestimmte Sachen schon rausgeholt haben, zum Beispiel unsere Smelting Box, Scroll of Blessing, Upcut Stone, und da ist nur noch als Beispiel Scroll of Return drin, können wir aber auch schon resetten, insgesamt dreimal, und können dann weiter rausholen, die wichtigeren Items, die wir rausholen wollen, um zum Beispiel nicht 20 mal Scroll of Return oder, ich sag mal, Blinkwing auf Madrigal, was ihr nicht unbedingt wollt, und ihr habt nur noch eine bestimmte Menge an Kapselcoins, dann könnt ihr das rausholen und schon früher resetten, falls ihr den Rest nicht mehr haben wollt. Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ich weiß halt leider noch nicht, inwiefern die Kapselcoins, wie die Rate ist. Wir können diese nämlich auch von normalen Monstern Level 20 plus droppen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Und alle Items haben auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass sie bekommen. Wir können uns diese Sachen nicht aussuchen. Ist halt eine Gacha-Box. Hier steht es auch nochmal, you will also be able to obtain Capsule Coin Items from defeating Monsters Level 20 or above at a very low chance. Und wir haben einen neuen Battle Pass. Hat sich im Grunde nichts großartig geändert. Weder die Mission noch die Rewards. Das einzig für den einen oder anderen coole ist, dass wir Katzenohren bekommen. Viele von euch lieben die und wollten die schon immer haben. Dieses Cats-Set ist nun im Battle Pass enthalten, wenn ihr den Extended Battle Pass kauft. Ansonsten haben wir noch ein neues Event fürs Wochenende ab dem 9. Juni. Bis zum 11. Juni haben wir eine erhöhte Chance auf unsere Sockelung bzw. auf unser Piercing-Upgrade. Leider steht auch hier wieder nicht, inwiefern dieser erhöht ist. Aber am Ende des Tages, wenn man piercen möchte, sollte man warten auf das Event ab morgen. Und natürlich da seine Tries dann machen. Im Durchschnitt sollte man da eigentlich schon sparen, da es wahrscheinlich so um 10-11% eventuell erhöht ist. Ansonsten hat sich Gala natürlich nicht entgehen lassen, noch den Cash-Up zu updaten. Wir haben ein neues Speed-Set, also neu in Anführungszeichen. Es ist Madrigal Guardia. Ich weiß leider nicht, inwiefern welche Sets wir davon schon bereits im Cash-Up hatten. Ich weiß auf jeden Fall von meinem Main auf Burudeng, hier ist er, habe ich auf jeden Fall die Madrigal Guardian Blue Boots bereits in meiner Wardrobe. Das heißt, es waren auf jeden Fall definitiv schon Sets davon im Cash-Up. Ich weiß leider nicht, ob die Farben oder andere Farben jetzt, auf jeden Fall haben sich da nicht besonders viel einfallen lassen. Ein Mod oder GM hatte geschrieben, das liegt daran, dass sie für ein anderes Speedset noch mehr Zeit brauchten zum Design und sowas. Und deswegen wurden diese jetzt irgendwie reingeschoben. Ja, hat jeder so seine Meinung dazu. Und ansonsten haben wir hier noch ein neues Pet of the Month Skin. Mich haut es jetzt nicht um, muss ich sagen. Aber gut. Am Ende bleibt natürlich nur noch das normale YouTube-Geschwafel übrig. Falls euch das Video gefallen hat oder euch mein Content gefällt, mit einem Daumen nach oben und vor allem mit einem Abo würdet ihr mir natürlich einen großen Gefallen tun. Kleiner Klick für euch, große Freude für mich. Ebenfalls streame ich heute Abend live auf Twitch, wer da gerne vorbeischauen möchte, oder auch morgen zur Mittagszeit. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüss.